Hallo Gier-Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute haben wir ein bisschen so einen Videomarathon vor uns und fangen hier mal mit einem Schreibgerät an. Eher ungewöhnlich, würde man erstmal nicht vermuten, wenn man diese schöne Schachteln hier von Microtech sieht. Da denkt man eigentlich eher an coole Einsatztaschenmesser aus den USA. Aber wir haben hier den Siphon 2 oder wie man immer das so aussprechen mag. Bei uns ist es ein Siphon. Vielleicht ein bisschen unglücklich gewählter Name für Deutschland. Black Stainless Steel Stone Wash 401 SS BKSW, die Bezeichnung. Wir haben zwei davon. 100% American Made. Ja, da sind sie ganz stolz auf, die Amis. Sehr gut. Und hier haben wir noch das Modell in Stone Wash Stainless Steel. So, darum habe ich auch hier meine ganzen Schreibgeräte. Dass wir mal sehen, im Vergleich zu normalen Schreiber, wie außergewöhnlich die Dinger sind. Eine interessant gestaltete Produktbedienungsanleitung. Und in den Schachteln, in denen für gewöhnlich die Taschenmesser kommen, haben die hier diesen. Boah, haben die Gewicht? Haben die ein Gewicht, die Dinger? Ist ja echt irre. Auf jeden Fall nicht an Material gespart und da wirst du wahrscheinlich sofort merken, wenn er dir aus der Hosentasche fällt oder so, weil du dann plötzlich dich leichter fühlst. Boah, Hammer, so kleine Dinger, aber solche Panzer. Ja, und es ist ja oft mal so, dass man mit den Kugelschreibern spielt, auf und zu klickt, wie bei den Flipper-Taschenmessern, ne, wo man ständig die Klinge flippen lässt, sind das natürlich dann extreme Spielgeräte. Sie haben eine eher sehr, sehr außergewöhnliche Form. Mein erster Gedanke war, ne, an was erinnert euch das? An so eine Wasserpumpe, ne, die irgendwo auf so einem Bauernhof steht und du kannst dann hier so Wasser rauspumpen. Ritchie meinte gleich, ja, das sieht aus wie der Bügel von einer Handgranate. Ja. Ring ab, werfen. Ja gut, wenn du das an einen Kopf wirfst, dann ist er auch K.O. Ja. Oh, jetzt habe ich mich schon voll gemalt. Also sehr außergewöhnliches Design. Verarbeitung Raster, brauchen wir nicht drüber reden. Microtech baut echt gute Sachen. Da steht auch nochmal drauf, Siphon 2. Januar 2021. Ja, also super brandneu das Ding. Seriennummer noch dabei. Das ist der kleine Clip. Der ist wirklich stramm. Damit könnt ihr euch das Ding in die Hosentasche klippen, damit es nicht verliert. Solltet ihr auch nicht, denn die Dinger sind recht teuer. Ja, und das ist dieser Hebel zum, in dem, normalerweise lässt du ja bei dem normalen Kugelschreiber, lässt du durch was von Mechanismus auch immer die Mine raus. Ne, also, kennt man gar nicht anders. Auch diese ganzen Repetierverschlusskugelschreiber und was es alles gibt auf der Welt, die sind ja immer durch irgendeine Mechanik kriegst du die Mine raus. Sind noch meine anderen Stifte. Ihr seht, ich habe eigentlich hier nur noch zivile Stifte. Gar kein Tactical Pen mehr seit einer Weile. Aber der Stift macht alles anders. Das hier draußen ist nur ein Aufbewahrungskörper für den eigentlichen Kugelschreiber, der sich innen drin befindet. Das heißt, hier fängt er an. Und wenn ihr hier rausdrückt, da drückt ihr damit eigentlich diesen internen Stift durch diese externe Hülle. Sozusagen sein Exoskelett. Das ist ein Kugelschreiber in einem Kugelschreiber. Und er drückt hier nicht die Mine raus, sondern der Stift hier drin. Fragt man sich, was das soll. Gar nichts soll das. Das ist ein Teil für Microtech-Fans, die gerne exotische Kugelschreiber haben und gerne mit ihrem Kugelschreiber, wenn sie in irgendeiner langweiligen Besprechung sitzen, das Ding den ganzen Tag auf und zu machen und den Tischnachbarn nerven mit dem Klappgeräusch. Oder du sitzt in einer Homeschooling-Vorlesung und bis kurz vorm Durchdrehen, dann ist es nicht schlecht, wenn du mit deinem Kugelschreiber ein bisschen spielen kannst. Ne? Naja, das erfüllt keinen technischen Zweck, sondern einfach nur einen Design und einfach mal wieder was anderes machen. Ne? Warum nicht einen Kugelschreiber mit einem Kugelschreiber? Und ich meine, krass aussehen tut so ein Ding ja schon. Das stellst du eher in die Vitrine zu deinen coolen anderen exotischen Messern, als ihn zu verwenden. Ja, aber er liegt echt massig in der Hand. Ne? Wir werden ihn gleich mal wiegen. Er liegt echt fett in der Hand, richtig schwer. Richtig schwer liegt das Teil in der Hand. Schreibt aber gut. Wir schauen gleich mal rein, was da für Minen drin sind. So, wie war das in Bedienungsanleitung? Hier, Kopf abschrauben. Ah ja, okay. Wir schrauben den Kopf von dem inneren Kugelschreiber ab.
Boah, das nenne ich mal Gewinde. Alter Schwede. Ein Innengewinde mindestens. Boah, das ist über 1 Zentimeter lang. 12 mm, 13 mm. Sehr schön. Und hier haben wir verbaut. Ja, Spaceband. Eine Fischer Spaceband. Das heißt, ihr braucht hier keine Sorge haben, dass ihr hier keine Ersatzminen in Europa dafür bekommt. Ich denke mal, Fischer Spaceband gibt es überall. Ja, und hier sehen wir innen drin der Kugelschreiber im Kugelschreiber. Verrücktes Teil. Die haben keine Federn, die wir man sonst oft in den Kugelschreiber finden, weil für was auch. Das wird alles fest mechanisch verschraubt, dass vorne die Mine rausguckt und dann versenkst du den ganzen kleinen Kugelschreiber in der großen Außenhülle. Ja, ein Wahnsinnsgebinde. So, und dann aufpassen, das Ding hat eine extreme Spannung. Wenn ihr das auf den Fingernagel knallt, das tut weh. Das hier als Clip verwenden würde ich vielleicht nicht empfehlen, weil am Anfang ist es doch recht einfach, den Widerstand zu überwinden und da besteht natürlich schon ein gewisses Verlustrisiko. Darum nochmal hier dieser kleine Clip, der richtig stramm sitzt mit den typischen Microtech-Schrauben. Hier oben haben wir jede Menge O-Ring-Gummis als Grip. Keine Dichtungsgummis, sondern Grip. Ja, da trainierst du gleich noch deine Finger. Ne? Das ist hier Hanteltraining für die Hand, für die Finger. Wir wiegen den mal. Also das ist, glaube ich, mit Abstand, weil wir hier auch kein Aluminium oder Titan verwenden, sondern Stahl. Kein Wunder steigen die Stahlpreise weltweit, wenn die solche Dinger hier bauen. Okay, das ist ein 74 Gramm Kugelschreiber, wenn man mal so einen Jitter nimmt. 11. Ein Lemmy mit Alukörper 15. Ich glaube, alle meine Kugelschreiber zusammen wiegen nicht so viel wie der. Oh, 19. Noch der kleine. Der ist, glaube ich, auch ganz, der hat einen ganz schönen Aluminiumkörper. 19, okay. Aber das ist natürlich schon 75 Gramm, okay. Ja, der ist bloß eben schwarz. Beschichtet, eloxiert, was auch immer. Also, das ist nichts für Seidenhemd, Freunde. Für Leute, die immer noch Seidenhemd im Kleiderschrank haben, könnt ihr knicken. Das zieht euch, das macht euch brustfrei, wenn ihr das ins Hemdchen steckt. Also, da braucht ihr dann schon ein ordentliches Businesshemd, um das. Aber ich würde mal sagen, das ist eher so der Kugelschreiber für die Hosentasche. Ne? Auf jeden Fall bestimmt super krass bei irgendeiner Vertragsunterzeichnung und die ganzen Vertragspartner holen ihren Mont Blanc raus und machen einen auf dicke Hose. Und ihr holt dann euren Microtech raus und zeigt, wer wirklich eine dicke Hose hat. Ne? Da kannst du nämlich mit so einem Mont Blanc abstinken, wenn du einer dieser Panzer auf den Tisch legst. Ich bin sehr abgefahren. Wären mir persönlich ein bisschen zu dick und zu schwer. Aber sagen wir mal, cool sind diese Dinger schon, ja? Warum nicht? Aua! Sie bereiten Schmerzen, die Stifte. Beim Kaufen auf dem Konto und beim Reinschnappen lassen von dem Bügel, wenn du deine Finger dazwischen hast, haut dir das immer auf den Knochen. Ja, abgefahrene Teile. Ich würde sagen, ganz klares Kaufsignal für Microtech-Fans. Ja, das ist jetzt immer wirklich ein abgefahrener. Das ist auch kein Tactical Pen, ne? Ich denke, für ein Tactical Pen ist das Ding zu kurz und nicht schnell genug bedienbar. Das ist einfach nur ein Freak Pen für die Freaks und Fans von Microtech. Aber kriegt ein ganz klares Plus für Coolness-Faktor, ne? Weil, wie gesagt, hier in der nächsten Besprechung wissen die Gegenüber gleich, wer hier der Boss am Tisch ist. Ach, genau, Ofenknochen. Aufpassen beim Zuklappen. Die Dinger schnappen ein wie eine Mausefalle. Ja, krasse Teile wollte ich euch mal gezeigt haben, wenn die schon hier bei mir sind. Und dann würde ich sagen, machen wir noch weiter. Ich habe noch weiteren coolen Stoff hier von Neuheiten von TFG aus dem Shop. Da können wir mal ein bisschen reingucken. Ne? Also, ich mag da so mein leichter kleiner Chitter. Oh, ein Werbegeschenk. Abgestaubt im Büro. Sehr cool. Ja, das kommt davon, wenn die Kollegen die Sachen liegen lassen. So, Freunde. Viel Spaß beim Verträge unterschreiben mit den Dingern oder beim einfach beim Spielen. Ne?
Ja, auf jeden Fall sorgen Sie für Schmunzeln, diese Wuchtbrummen. Okay, Freunde, bye bye, macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Video.